Miriam Kahn ist unterdessen 65 Jahre alt. Sie stammt ursprünglich aus Basel, hat dort auch studiert und hatte 1977 dann ihre erste Ausstellung in Basel in der Galerie Stampa. Und einer größeren Öffentlichkeit wurde sie eigentlich bekannt durch ihre Aktion in den 80er Jahren, als die Nordtangente, dieser Autobahnzubringer, durch Basel gebaut wurde, hat sie zeichnend an diesem Bauwerk interveniert und hat dort eigentlich so ein politisches Statement gesetzt, in dem sie als Zeichnerin, Künstlerin auf diesen Eingriff in die Stadt reagiert hat. Sie hat auch die Schweiz an der Biennale von Venedig vertreten, war eine Zeit lang in Berlin, kam zurück in die Schweiz und unterdessen lebt sie in Bergell, also weit weg von Basel, in diesem Tal, das ja künstlerisch eine große Tradition hat. Und sie ist dort jetzt heimisch geworden und arbeitet dort. Und die Landschaft von Bergell taucht jetzt auch immer wieder in ihren Werken auf. Die Ausstellung hier im Aargauer Kunsthaus heißt Corporell, körperlich. Also der Körper ist ein ganz wichtiges Motiv in ihrem Werk, oft auch der nackte Körper. Sie nennt es nicht nackt, sondern enthüllt, entblößt, sagt die Künstlerin. Also die Kreatur, die wirklich so ohne Schutz dargestellt wird. Neben dem Körperlichen sind politische Themen sehr wichtig. Also Miriam Kahn verfolgt das Zeitgeschehen ganz intensiv und das fließt ein in ihre Arbeit. Zum Beispiel Arbeiten, wo wir Menschen auf der Flucht sehen, Familien, die unterwegs sind, die entwurzelt sind, die Hände hoch machen, die konfrontiert werden. Auch Gewalt spielt ein Thema.